Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Candidus TV, herzlich willkommen. Ich bin immer noch bei diesem schwierigen Thema Verletzungen. Vermeidbare Verletzungen und nicht vermeidbare Verletzungen. Wir stehen innerkirchlich ja inzwischen immer wieder in Situationen, wo unsere religiösen Gefühle verletzt werden. Ich nenne mal drei Beispiele aus jüngerer Zeit. Das eine war diese bakantische Szene bei der Eröffnung der Olympiade in Paris. Viele Verletzungen. Kürzlich wurde in Stuttgart ein Stück aufgeführt über eine Geschichte, wo da geht es offensichtlich um Nonnen, die katholische Sexualmoral hinter sich lassen und einen Schritt in die sexuelle Freiheit tun. Und dann werden auch in der Szene, im Theater selbst, sexuelle Szenen mit Nonnen gezeigt. Das führt zurzeit in Stuttgart zu einem großen Aufschrei. Heute habe ich gelesen, dass es einen großen Streit auf dem im US-Wahlkampf gibt. Und zwar hat die Gouverneurin eines Staates, die eine Kamala Harris-Verehrerin ist, Werbung gemacht für einen Gegenstand, in dem er ihn auf die Zunge gelegt hat, einer anderen Person, die diesen Gegenstand auf der Zunge empfängt, so wie Katholiken auf der Zunge die Eucharistie empfangen. Und das führt jetzt zu großer Empörung darüber, weil hier religiöse Gefühle verletzt worden sind und eine Anhängerin von Kamala Harris eben die katholische Religion verhöhnt, indem sie den Kommunionempfang als Szene nimmt, um ihn gleichzusetzen mit dem Werbungsakt für irgendeinen Gegenstand, den ich jetzt nicht mehr genau in Erinnerung habe. Jedenfalls hier werden Gefühle verletzt. Das Problem ich verstehe, dass Gefühle verletzt werden. Das Problem aber ist, wenn diejenigen, die verletzt werden, die Macht darüber bekommen, was gesagt werden darf, dann gibt es plötzlich ganz viele Dinge, die nicht mehr gesagt werden dürfen. Das kennen wir zum Beispiel auch aus dem Bereich der muslimischen Welt ganz stark. Ich erinnere mich an diese eine Rede von Benedikt dem 16., in dem er ein unglückliches Zitat genommen hat von einem Patriarchen aus Konstantinopel, aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Und das führte dann zu Empörung bis dahin, dass es dann eben zu Attentaten auf Klöster und Kirchen kam, weil die religiösen Gefühle verletzt worden sind. Geht natürlich nicht. Also die bloße Tatsache, dass ich mit dem, was ich sage, verletze, kann noch nicht bedeuten, dass ich es deswegen nicht sagen darf. Viel von dem Gefühl, dass viele Menschen heute Abend, dass man so viel nicht mehr sagen darf, hängt damit zusammen, weil die Triggereffekte, die man befürchtet, so erheblich sind, dass man es lieber erst gar nicht sagt. Und das erhöht die Angst. Und dagegen steht, finde ich, schon der Punkt, dass ich sagen können dürfen muss, es gibt Dinge, die spreche ich auch aus, auch wenn ich weiß, dass das jetzt triggert. Dass mir dann unterstellt wird, dass ich gegen das Christentum bin, islamophob bin, homophob bin oder was auch immer. Es kann nicht sein, dass das Risiko der Verletzung das letzte Argument dafür ist, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Denn dann wird die Opferposition, in der ich verletzt werde durch meine Gefühle, zur Machtposition, die mir erlaubt, anderen zu sagen, was sie nicht mehr sagen dürfen. Diese Unterscheidung scheint mir von größter Bedeutung zu sein für unsere Auseinandersetzungen, die wir heute führen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es vielleicht auch Meinungsäußerungen gibt, die dann Straftaten sind. Sie sind dann aber nicht deswegen Straftaten bloß, weil sie verletzen, sondern dann muss schon mehr vorliegen als in Anführungszeichen bloß die Verletzung von Gefühlen, nämlich die Verletzung von Würde.
Wenn ich aber sage, dass eine Verletzung von Würde dann vorliegt, wenn ein Mensch verletzt wird in seinen Gefühlen, dann setze ich ja die Würde gleich mit einem Gefühl, das man jeweils hat. Das kann aber inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich sein bei ganz unterschiedlichen Menschen. Und dann haben wir den Begriff der Würde aus rationalen Zusammenhängen vollkommen aufgelöst und der Willkür jeweiliger Gefühlskonstellationen übergeben. Das geht nicht. Da scheint mir auch die Grenze zu sein einer Achtsamkeit im Sprechen, die Verletzung vermeiden will. Es bleibt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, es gibt Situationen, in denen muss ich auch Dinge sagen dürfen, in dem Wissen darum, dass sie missverstanden werden und zu Verletzungen führen. Scheint mir übrigens auch ganz wichtig zu sein im kirchlichen Kontext, wenn es um die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Kirche geht, dass wir auch, das ist meine Erfahrung, in bestimmten Situationen Betroffenen auch widersprechen, auch dann, wenn das bei ihnen Gefühle antriggert, die eben Verletzungen, an Verletzungen früherer Zeiten erinnern. Ich habe in der Auseinandersetzung mit Betroffenen sehr oft die Erfahrung gemacht, das auf Augenhöhe auch bedeutet, in bestimmten Situationen zu widersprechen und dann Jahre später dann die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses Widersprechen dann dazu geführt hat, dass man im Gespräch dann einander wirklich näher gekommen ist, weil man einander wirklich das gesagt hat, was man wirklich denkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.